Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei The Fight Event Falkland XXL. Wie ihr hört, die Stimmung ist am Brodeln. Die Jungs haben alle Lachgas-Intus und freuen sich natürlich aufs heutige Event. Und somit würde ich schon an unseren Schiedsrichter und Regelmeister, den Alex, übergeben. Moin, moin zusammen. Servus. Servus. Ja. Servus. So, heute wieder mit ein paar lustigen Sachen, die heute hier wieder passiert sind. Ich glaube, für manche Teams wird das nicht so lustig. Ich begrüße euch zum nächsten Event. Heute geht es wieder mal ein bisschen um unsere lustige Landwirtschaft. Ich darf Sie alle mal bitten auszusteigen. Jawohl. Und dann mir zu folgen. Wir gehen mal rüber zu den Feldern. Heute heißt es Rügen, Ansehen, Düngen. Kurz erklärt, jedes Team darf sich bitte einmal vor diese tollen Hütten stellen, also wo die Garagen stellen. Da sind die lustigen Maschinen drin. Und wir müssen mal gerade noch ein bisschen Licht anmachen. Ist mir erst gerade aufgefallen, irgendjemand hat das Licht ausgemacht. Ist ja auch schon spät. Runter. Schon Feierabend? Ja, Gott sprach, es würde Licht, der Zeit rechnet so. Nicht. 3, 1. Ah ja, der wollte gerade nicht. Ey, warum machen die Türen schon auf? Strafkammer. Hey. Ihr könnt gerne schon reingucken, mal gucken. Strafkammer. Ui. Ah, WD-40. Ja. Es ist kein Werbevideo, aber WD-40 hilft. So, meine Herren. Also, ihr dürft mit diesen lustigen kleinen Gefährten gleich eure Felder, die vor euch sind, also vor den Toren sind, kann man so sagen, einmal ansehen. Ihr habt dafür 15 Minuten Zeit. Gegenüber von euren Garagen befinden sich nochmal Garagen. In denen findet ihr alles, was ihr dafür benötigt. Und ja, macht euch einen Plan, seid intelligent. Und wie gesagt, es gibt eine Punkteverteilung. Die Punkteverteilung ist folgendermaßen: Es gibt 3 Punkte fürs komplette, also 100% Pflügen, 2 fürs, wenn man alles zu 100% angesät hat, und wenn man das Ganze dann noch gedüngt hat, gibt es nochmal 1 Punkt. Derjenige, der natürlich logischerweise am meisten gemacht hat, in den 15 Minuten kriegt volle Punktzahl, wenn es möglich ist, aber das entscheidet natürlich euer eigener Schiedsrichter. Natürlich. Was muss denn angesät werden? Gras bitte. Okay. Und ja, wie gesagt, das entscheidet dann am Ende der Schiedsrichter von euren Feldern. Jo. Ich würde sagen, 1 Minute Besprechungszeit und dann sind wir wieder alle hier. Klingt gut. Viel Spaß. Bis gleich. Jo. Bis gleich. Wie weichen jetzt überhaupt wieder Schiedsrichter? Ach, von Dennis. Jo, ich mach Billy. Ja, ich sehe nämlich keine Namen. Oder kann man die wieder einblenden? Ja, du musst O drücken. User was moved out of your channel. Hallo. Ah. Was hältst du von dem Plan, dass der eine mit der Sämaschine und dem Dünger losgeht und der andere einfach durchpflügt? Können wir machen, weil der Düngestreuer macht nur so breit, wie das Fahrzeug ist, habe ich vergessen zu erwähnen vorhin. Ah ja, okay, na da passt es doch. Aber du hast die Fronthydraulik. Ja, der hat Fronthydraulik. Und der schafft auf jeden Fall die Sämaschine, weil das Einzige, was wirklich Leistung braucht, ist der Pflug. Ja, dann mache ich das. Okay, dann sind wir doch schon wieder fertig, oder? Ja, und hoch. Ja, und hoch. Zieh! User was moved channel out of your channel. User joined your channel. Fertig, Abfahrt. Fertig. Super, fertig. Wenn alle wieder da sind, dann dürft ihr in eure Fahrzeuge steigen und die Motoren bleiben bitte noch aus. Wenn ihr alle drin seid, jawohl. Meine Kollegen, wie schaut's aus? Alle drin bei euch? Jupp. Ich halte den Motor aus. Dann mach der ist aus. Dann gebe ich das Wort an unseren Dominik. Du darfst das Startsignal geben. Jawohl. So, liebe Kontrahenten, dann würde ich sagen, auf die Plätze, in die Sitze und los! Abfahrt. Freie Fahrt mit Marzipan. Freie Fahrt mit Marzipan. Rennspurwechsel? Jo. Ach komm. Beweg dich mal hin und her vorne, Billy. Jetzt. Funktioniert. Ich fange
linksseitig anstreffen. Linksseitig von wo gesehen? Von oben, wo wir kamen. Okay. Da, wo du jetzt zuerst hinfährst. Ja. Willi, links oder rechts? Er sucht ja. Von mir aus jetzt links. Links, 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 ja. Also da, wo Team Eisernen ist. Ja, links. Das erste Team hat hier schon mitten ins Feld gestochen. Oh, nee. Die haben aber leichte Probleme mit den Knicklenkern. Knicklenker sind toll, finde ich. Ja. Super! Ich hoffe, dass wir alle das Richtige ansehen. Kann man ansehen? Raps. Go. Gras. Das wurde gerade nicht gesagt. Doch. Doch wohl. Wurde gesagt. Wurde sogar explizit nochmal nachgefragt. Boah, diese schönen gelben Scheinwerfer von dem Deutz. Also die gehören mir verboten. Da geht dein Herz auf, oder? Das ist ein Träumchen. Die gehören verboten. Ah ja, Hand in Hand hier beim Team Franken. Wie sieht das bei euch aus, Jungs? Wir sind ja geübt da drin, ne? Kurios, aber ja. Sieht gut aus. Ganz speziell hier, ganz speziell. Ich muss auch gerade mal in die Mitte gucken. Das sah so komisch aus. Wenn ich Ihnen kurz sagen darf, die ersten 3 Minuten sind rum. What the fuck? Quatsch, wir haben doch gerade angefangen. Ich hab's euch gesagt. Hast du eine Schnelllaufuhr, oder? Nein. Der fuscht doch. Hallo, Strafkammer. Können wir uns bei der Strafkammer über die Strafkammer beschweren? Ja, na klar. Aber der Termin ist morgen erst wieder frei. Dennis? Ja? Also schalten? Ja, ich weiß. Das ist nicht so schlimm, wenn du nicht ordentlich machst. Hey, mach's auch nicht ordentlich. Kai ist fokussiert. Kommt ganz neue Seetechnik hier bei Team Franken. Ja, ich habe das, was hier abgeht, beim Team Glasgow Rangers auch so noch nirgendwo gesehen. Was treiben denn die da hinten so? Die fahren ihr Feld hoch und runter oder so. Ah ja. Also sie haben keine Zeit, um es zu treiben, aber das... Oh, ich glaube, du kannst den Düngestreu mitnehmen, der ist breit. Ja, aber jetzt wächst ich. Oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, das könnten die entscheidenden Sekunden sein. Ja, dann lass den gleich unten, wenn er... Also auf der anderen Seite... stehen, oder? Ja, weil du schaffst 2 Bahnen mit einer Füllung. Ich kann mal den anderen rüber gucken, aber es ist echt... So, geht doch. Hier bei Billy und Kai ist auch schon Gewusel, Gewusel. Schlimmer ist jetzt, ich sehe gerade nicht. Kai jetzt schon angesehen hat und wo noch nicht, ne? Das reimt sich ja, Billy, du alter Dexter. Ich bin so gut, ne? Dexter. Ich sehe gerade. Machst du den dann nochmal voll, Steffen? Ausnahmsweise, aber nur, weil du es bist. Ach, obwohl, nee, brauchst du nicht. Mach ich. Okay, ich hab ja Luft. Ja, eben, du bist nämlich viel schneller wie ich. Jetzt sind wir erst bei 3 Minuten 50, ne? Ja, träum weiter. Ich würde so schätzen, 7 Minuten. Laber doch jetzt nicht! Halbzeit gleich? Jetzt was? Alter, was? Das kann nicht sein. Das kann ja gar nicht noch sein. Genau, das 10 ganze Minuten. Noch ja, genau gut. 10 Minuten hier, meine Herrschaften. Ja, Jungs, ihr dürft nicht vergessen, nee, das ist keine Kaffeefahrt hier. Genau, Team Franken. Ja, aber an der Kaffeefahrt kannst du wenigstens noch was kaufen. Gibt's da irgendwo einen Kaffee?
Also, du hast gerade schon... Kaffee geholt. Nee. Ich habe bestimmt schon seit 20 Minuten keinen Kaffee. Wow. Katastrophe. Das liegt immer daran, weil ein Bulli mal so lange braucht. Ja. Deswegen ist der Kaffee immer so schnell alle. Also Delta, wenn Billy eine Liste erstellt mit den liebsten Personen, die er kennt, ist die ganz unten. Ja, stopp mal nicht. Ja, das ist ja gar nicht so gesagt. Will ich gar nicht sagen. Ja, aber so gefühlt. Das weiß ich schon. Aber nee. So, das ist mir peripher, du. Ich mag ihn, er mag mich. Ja, ich kenn das. Wie mag ihn. Also da gibt's ja unterschiedliche Versionen, wie die das machen, ne? Ja, ja. Genau. Das ist Hammer, ne? Ich finde das auch absolut genial, wie jeder hier was anderes, also jeder andere, jedes Team macht's anders. Mhm. Echt jetzt? Ja. Jeder Team hat eine andere Technik hier. Also vom Grundsatz und seid ihr gleich, wie du weißt, ne? Da ja. Habe ich euch nicht viel anderes übrig, aber... Aber du hast schon die Idee, wie du hier vorne halt beim Team Franken siehst, die man im Flug anbringen kann. Hallo, kannst du damit bitte aufhören? Team Franken? Ach hier. Jetzt muss ich mal gucken. Hä? Nein. Wow. Aus. Aus. Pfui. Geh dir weg. Aus. Ey, die ist aber nicht schlecht. Psst. Ja, eben, ich sag ja. Bist du? Die ist aber nicht schlecht. Dennis? Ja? Warum lässt du erstmal in der Bahn? Was? Du überlappst jedes Mal. Ja, ich muss das schon. Keine Bange. Du hast genug Vorsprung. Hi, wir rocken das, oder? Wieso? Setzt bei euch der Kai an und düngt und tut pflügen, oder? Noch 7 Minuten und 30 Sekunden Zeit. Oh, wer ist denn hier schon in der Mitte vom Feld und von der Arbeit? Keiner. Ich würde sagen, Team Franken sieht gut aus. Bei Billy und Kai sieht es auch nicht verkehrt aus. Die müssten noch ein bisschen aufs Gas drücken. Und bei Dennis kann man das so nicht sagen, würde ich sagen. Denn was die haben die Arbeit sein? Komplett, ja, gut aussehen tut's, aber die haben die Arbeit komplett aufgeteilt. Ja. Na, das haben wir lassen ja auch. Die lassen okay, zwei Sachen. Was machst du? Vergessen nachzudanken, oder was? Ja. Au, Katastrophe, will das sagen, der Bo. Vor der Sekunde, die jetzt hier weggehen, bei Team Franken, werden wir sie noch im Team sehen, oder werden wir einen komplett verzweifelten Bo in der Ecke sehen? Bleiben sie dran. Der Einzige, der so weiter ist, bist du. Nach der Werbepause. Nach der Werbepause. Nehmt euch mal einen Snickers. Ich glaube, wir müssen echt Werbung einblenden. Jetzt habe ich schon WD-40 und Snickers erwähnt. Ey, Knoppers kam auch schon. Ah, Knoppers kam auch schon. Stimmt. Aber Knoppers Riemen, ne? Ah ja. Du bist doch alles, oder? Nee. Warum? Ist doch nichts anderes, als wenn ich einen richtigen Knoppers ist. Knoppers Nussriegel, das wird halt noch sein, ne? Ja, genau. Ich hatte heute die Wahl zwischen Nussriegel, Erdnussriegel und Kokosriegel. Jetzt hast du alle drei genommen. Wobei, ich habe aber den Original genommen. Den Nussriegel. Den kenne ich wenigstens. Ja, der Bauer ist nur das, was er kennt. Ne? Richtig. Ja. Ding Dong. Ding Dong. Die Pizza ist da. Oder die Mama. Oder die Mama. Oh. Und ich kann jetzt nicht spielen online. Ich kann hier keine Pause drücken. Auch wenn es regnet, musst du warten. Noch 5 Minuten. Ach Quatsch, doch jetzt nicht. Willi, gib Gas. Ja, ich gib Gas. Dennis, Michael, gib Gas. Bin dabei. Noch 5 Minuten. Okay, 37. Michael, das wird nicht. Flüg mal ruhig weiter. Einfach noch Punkte. Glas, 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 Gl
Wo sind jetzt eigentlich die Fast Tracks? Wie hätte mein Chef jetzt gesagt, kurze Strecken kannst du rennen. Also, ab. Da ist die Frage, wie die verliert man kurze Strecken. Warum dafür dann Konterspruch von mir kriegt und seitdem springt er den Spruch nicht mehr? Ich will ja den Konterspruch auch wissen. Also nicht nur ich, die Zuschauer auch. Warum? Ich hab bloß gekontert, für das Geld, was er mir bezahlt, renne ich nicht. So, mit einer Gehaltserhöhung renne ich auch. Wollte aber nicht, also. Läufst du weiter? Geh ich ganz normal weiter wie. Man kennt ihn. Ich hab schon mal gedacht, so ab der zweiten Woche zu sagen, das Arbeitsvolumen ist aufgebraucht und bewegt mich dann bloß noch Zeitlupe. Meinst du, das geht nicht? Ja, doch, das geht schon, aber ich glaube nicht, dass meine Kollegen damit einverstanden sind. Wieso? Vielleicht haben die das gleiche Datenvolumen. Du meinst das Arbeitsvolumen? Datenvolumen habe ich auf dem Handy, aber kein Arbeitsvolumen. Also die machen das hier richtig akkurat, muss ich schon sagen. Mhm. Wenn ich so auf andere Felder gucke. Ich muss mal Lugi-Lugi machen hier. Ja. Ah, okay. Wieder schließen. Schnell wieder zur anderen Seite. Aber du kannst auf der anderen Seite auch noch was. Also wenn du das ist natürlich fies, ne? Warten. Was? Ja, dass die Felder nicht gekalkt wurden. Ja. Du kannst nicht sehen, wo du was vergessen hast. Ey, hätten steht ein Fast-Track dafür, ne? Nee. Doch, du kannst das ausschalten, das Kalk an sich. Wie? Dann musst du auf den Kalk gehen und dann kannst du ihn ausblenden. Genau. Jetzt wenn du durchblätterst für deinen Sack und so. Das Kalk okay. Ausschalten. Wusste ich nicht, danke. Oh, man lernt nie oh, aus. Da gibt es zwei Jahre draußen, weil... Echt, ey, wie lange spielst du jetzt das Espo? Anscheinend nicht lang genug. Kennst du den Spruch einmal mit Profis? Könnte von mir sein. Das sagt Bohan dauernd, wenn er mit Steffen spielt. Also boah, Junge. Ja, und Billy, Kai. Und Billy kommt dann dafür eine Folge lernen. Billy hat schon erstmal gelernt, was das heißt. Noch zwei Minuten. Ey, das kann doch nicht sein. Billy, du musst den Streifen noch machen. Ja, ich hab das. Muss. Alles gut. Runterfahren. Hat er gerade gesagt, runterfahren? Ja, nicht den Rechner runterfahren. Genau, Kai, mach euch Alter 4. Schluss, aus, Ende. Jawohl. Alter 4, Hartz 4. Ey, ey. Nee, Hartz 4 und der Tag gehört dir. Ja, Alter 4. Das passt nicht ganz scheiße. Boah, da gefühlt 1 Meter Sämaschine, ey. Zu breit? 1,30. Boah, ist ein bisschen zu erhöht. Ja, wer ist... Fühlt ihr euch gestresst? Nein. Fühlt ihr euch unter Druck gesetzt? Nein. Fühlt ihr euch gemobbt? Ja. Jetzt ja. Jetzt ja. Ey, diese Streifenbögen. Wo bist du fertig mit Pflügen? Yes, well, ich muss nur noch hier den Streifen nachdüngen, weil der Dünger ausbaut. Okay. Wie lange haben wir noch? Und zwischendrin können auch noch Dünger fehlen. Ja, auf der einen Stelle. Hm. Billy, gib Gieß! Ja, ich geb ja schon. 50 Sekunden. 50 Minuten noch? Na ja, da haben wir noch Zeit. Ja, jetzt Kniegras hier. Jetzt stellt sich mir halt die Frage. Billy, weiter oben. Fliegen. Ey, wo denn? Oh, Team Franken hier. Ganz neue Technik. Da, okay, ja gut. Hab ich gleich. Eine Wiese mit Fahrgasse. Ja, ne? Echt? Kann nicht jeder. Ja. Ja. Team Franken hat eine Fahrgasse drin. Hä? Noch 15. Ja, wenn man von der Düngerstufe ausgeht, ne? Ja, ne? Ja gut, aber wir haben ja vorher schon gedüngt. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und stopp. Stopp. Und stehen bleiben bitte. Stopp. Ich lauf noch. Noch alle. Hallo. Also ich muss ganz ehrlich gestehen. Ja, bitte. Ich habe am Anfang gedacht, von wegen Billy und Kai, ihr rockt das definitiv.
Ihr seid sehr knapp. Ja. Also muss ich schon sagen, Team Franken und Billy, zwischen euch entscheidet sich das. Ja. Würde ich jetzt mal so aus dem Bauch heraus erstmal so sagen. So, das Team verzieht sich mal gerade und meldet sich gleich wieder. User left your channel. User left your channel. User left your channel. Das ist eine sehr, sehr knappe Geschichte, ich sag's euch. Aber das ist wirklich knapp. Das ist echt knapp. Leck mich doch am Pfoten. Aber Bruder, hier hab ich doch eins nicht gedüngt, hier irgendwo zwischendrin. Deshalb. Ach, ihr habt die Ecke nicht gedüngt oder was? Na hier. Oh, jawohl. Lol, was hat die Dünger? Lol. Wir wurden. Oh. Ne, warte mal. Ganz kurze Sache bitte. Einmal bitte hinten auf den Platz, wo die Gerätschaften bitte mal runterfahren vom Feld und einmal dann bitte auch vom Feld runtergehen, sonst kann man nämlich nicht alles erkennen. Vielen Dank. Alles klar. Danke. Junge, der zeigt schon mal den Drehschirm vor Frühjahr an. Also Kai, ich muss sagen, also erstmal ganz kurz, wenn wir jetzt noch hier sind. Jungs, jetzt euch gefallen. Cool. Auch wenn der Minute noch nicht da ist, aber... Die Zeit war ein bisschen knapp, glaube ich. Ja, eine Minute länger wäre gut gewesen. Ja. Ja gut, ja. Lässt sich drüber streiten. Naja. Ja, ich habe einfach das Problem gehabt, muss ich sagen, das war das einzige Problem, was ich auch hatte. Dass ich mit dem Traktor nicht rausgekommen bin. Aus der Garage. Und ja, ansonsten kann ich keine Probleme gehabt heute. So war es wieder eine gute Sache, das muss also. Die geben sich echt Mühe, sich jede zweite Woche sich irgendwelche Sachen auszusuchen oder sich irgendwie zu machen. Also echt top. Ja, die machen auf jeden Fall Spaß. Ja, da hast du recht. Ich glaube, den Zuschauern gefällt es hoffentlich auch. Wenn es euch gefällt, bitte einen Daumen da lassen. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr zur Not, wenn es denn unbedingt sein muss, ne? Auch einen nach unten geben, aber ne, davon reden wir jetzt halt mal gar nicht, ne? Ja, das ist halt nur rein Franken so der Fall, dass man das noch Spaß rein machen muss, aber. Beim Team Franken also. Na, Spaß. Aber Dennis. Bitte? Dennis? Bin ich los oder was? Nö, nicht so. Dennis? Ja! Du. Geil. Was ist los, Dennis? Irgendeiner Bayern-Fan? Nein. Ja, dann habt ihr Pech. Ja, ich bin Bayern-Fan, ja. Ich weiß, ich hab gerade geguckt auf den Spielstand 2-2. Ja. Jawohl, sehr schön. Weiter geht's, Dortmund. Kai. Siegen. Ja, Kai. Habt ihr eigentlich schon eine Uhr in Hamburg? Die anzeigt, wie viele Jahre zweite Liga? Nee, die dürfen wir nicht aufbauen. Ja, ich kann es euch gerne spenden. Weil die richtige Uhr trotzdem noch da ist. Nee. Zählt jetzt die zweite Liga-Jahre? Ist die Uhr nicht nach Bremen gewandert oder so? Nein. Die ist nach München gewandert. Die Uhr ist und bleibt in Hamburg. Nach München, 9 Jahre deutscher Meister jetzt schon. Ja, ändert sich nicht, ja. Der Augenblick ist gekommen. Lassen wir so rein. Können wir das überspringen und einfach gibst du jedem Team 4 Punkte, fertig. Nee. So. Dennis, hör mal was. Ich hab ein Ständchen für dich mit Kai. So sehen Verlierer aus. Genauso wie du, Dennis. Genauso wie du. Ja und? Hab Ehre. Folgendermaßen, den 3. Platz haben mit 4 Punkten nach unserer Einschätzung, unserer Willkür, nein, Spaß beiseite, nein, habt ihr eigentlich wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Also ich hätte es nicht gedacht, dass das in Anführungsstrichen knapp ausgeht. Aber wie gesagt, den 3. Platz haben die Eisernen gemacht. Jawohl. Ja. 2. Platz, Team Franken und die Glasshawk Rangers haben das Ding gerockt. Jawohl. Jawohl, nice. Kai, komm her. Herzlichen Glückwunsch. Damit gehört euch die Abmoderation. Oh, ja, also mir gehört sie nicht. Heute gehört sie meinem Teampartner. Aber sauber gedüngt hat ihr es auch nicht, ne? Wo ist er schon wieder? Den Zwischenstand. Michael. Ja. Aber gedüngt habt ihr jetzt auch nicht. Ey, das soll alles mit fairen Mitteln umgehen. Wir behandeln alle fair. Kai, komm. Lass den labern. Guck mal,
Guck mal, wie viele Fans wir hier haben. Und zu jedem Fan kommt doch irgendwann so ein Neider und dazu so ein Hater. Passiert. Ja. Passiert. Auch passiert. Moderieren. Liebe. Kai. Liebe. Die gehören die letzten Worte. Wollt ihr nicht irgendwie Hassdinger produzieren? Kai, die gehören letzten Worte. Tschüss. Liebes Leute. Moment, liebes Glas hoch, Rangers Team. Wir gratulieren euch zu diesem Event. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir schließen dann. Gucken Sie. Dankeschön. Oh, es gibt einen Vernünftigen und einen Unvernünftigen halt immer. Billy. Oh, was bist du? ja, Kai, du hast die letzten Worte. Ich habe die letzten Worte. Ich bedanke mich natürlich mal wieder beim LU für die großartige Challenge zum Vorbereiten. Und natürlich auch bei unseren Mitstreitern, die Eisernen, und bei dem Team Franken. Uns hat es allen Spaß gemacht. Und natürlich hoffen wir, euch Zuschauern hat es auch Spaß gemacht beim Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Däumchen da lassen, auf den Abo-Button klicken und wir sind dann mal raus. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.